Und das wäre dann auch ein Prio-Schalter, wenn das Update dann raus ist. Und entsprechend das Licht wäre dann Kategorie 8. Also es gibt ja diese 8 Tabellen, wo man das einziehen kann, dann die Schalter einordnen kann. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory. Vor Update 8, meine lieben Freunde, haben wir immer noch das Projekt, dass wir den Lagerturm, das Gigalager umbauen. Und meine Güte, guckt euch das an. Die Sonne steht in einer Linie mit dem Turm. Wie habe ich das bitte getimt? Guckt euch das an. Es ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist also im Grunde eigentlich eine riesige Sonnenuhr. Wir haben auch schon gesagt, das sieht ein bisschen aus wie eine große planetare Ionenkanone. Oder es könnte auch ein Cyberpunk-Rapunzelturm sein. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Suchtis Factory reinziehen vor Update 8, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die am Anfang des Videos rechts oder in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier alles so findet, was wir hier für einen Spaß machen. Genau, also ihr seht, ich habe noch mal eine Etage oben drauf gesetzt. Ich habe wieder noch mal einen draufgesetzt oben. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, es hat sich irgendwie angeboten. Und da oben sind jetzt sogar auch nochmal zusätzliche Drohnenports, allerdings nur 4 Stück. Jetzt nicht irgendwie die riesig große Anzahl oder so. Und in diesem mittleren Teil, da sollen ja dann auch die Schredder rein, die dann die Überschüsse entsprechend beseitigen. Genau, was ich aber noch gemacht habe, bevor wir jetzt hier weitermachen im Lager, will ich euch nochmal zeigen, was ich noch gemacht habe. Und das war eine ziemlich krasse Arbeit, kann ich euch sagen. Es war eine krassere Arbeit, als es sich auf den ersten Blick aufgetan hatte. Wir wissen ja jetzt seit dem letzten Video von Jace, dass in Suchtis Factory Prioritätenschalter reinkommen, die entsprechend das Stromnetz nach Prioritäten abschalten lassen, wenn ein Strommangel vorliegt. So, und ich habe ja hier eine meiner größten Fabriken, nämlich die Gigafactory, inspiriert vom Elon Musk Tesla Gigafactory. Und die war ja bis vor kurzem noch ganz anders verkabelt. Das habe ich jetzt mal offscreen gemacht, dass ich die neu verkabel. Also ihr seht es vielleicht schon, von der Decke hängen keine Kabel mehr runter, außer jetzt vielleicht noch die Lichtanschlüsse. Ja, das ist das Erste, was auffällt. Licht und Anlagen sind jetzt separat auf zwei verschiedenen Netzen in der Fabrik angeschlossen. Genauso ist der Bereich, der in der großen Halle ist, also alles, was bis hierhin geht eigentlich, alles, was bis hierhin geht, das ist an einen Schalter angeschlossen, der da hinten steht, da gehen wir gleich noch hin. Und alles, was hier vorne ist, ist nochmal separat. Und zwar an zwei verschiedenen Schaltern. Einmal hier ein Schalter für alle Anlagen, die in dem Bereich hier sind. Und zwar bis zu dieser Linie hier. Also quasi, ja, bis zu dieser Linie. Ist nicht ganz so klar hier, genau. Alles, was hier drin ist, ist ja die alte Supercomputerfabrik, die wir ja vor kurzem neu gebaut haben. Das hat jetzt auch seinen eigenen Hauptschalter bekommen. Also wir haben diese Fabrik jetzt im Grunde aufgeteilt in drei Gebäudeteile, die natürlich dann alle ihre eigenen Prioritäten bekommen können. Plus die Licht. Geschichte, dass das Licht an einem separaten Kreis auch noch dran hängt. Genau, ich sehe gerade, das ist noch auf, das ist auch noch nicht auf Nacht umgestellt. Das müssen wir aber machen tatsächlich, dass nur nachts das Licht an ist, dann sparen wir uns tagsüber nämlich Energie. Genau, das habe ich noch nicht gemacht. Ich zeige euch das jetzt mal, wie das eingestellt ist und dann zeige ich euch noch, wie es verkabelt ist und dann zeige ich euch auch noch, dass das nicht die einzige Fabrik sein wird, wo wir das machen müssen. Im Grunde müssen wir das nämlich in jeder Fabrik so machen. Und diese Verkabelung war schwerer, als ich gedacht habe. Mir ist nämlich zum Beispiel klar geworden, ich hatte das schon mal so ein bisschen separiert, aber durch irgendwelche, ja, Umbauänderungsmaßnahmen war dann irgendwie eine Querverbindung hinter dem Schalter irgendwo. Und das musste ich alles nochmal neu verkabeln deswegen. Ich habe alle Kabel nochmal neu eingezogen komplett. So, ey, hinten ist Gift, genau, da dürfen wir uns jetzt nicht dran stören. Genau, wir haben hier einen Schalter, der nennt sich Gigafactory Light. Wenn ich diesen umlege, dann werdet ihr feststellen, dass die Lampen aus sind. Und genauso wollen wir das haben. Licht soll die niedrigste Priorität bekommen, wenn dann die Prioritätenschalter da sind, die wir einstellen können. Und zwar global, also überall auf der Karte, in jeder Anlage und auch die
Lichter draußen im Freien, die sollen auf die niedrigste Prio, damit Licht als erstes abgeschaltet wird, weil Licht etwas ist, das man am schnellsten nutzen kann, um Strom frei zu machen, weil man Licht ja im Grunde eigentlich nicht für den Betrieb braucht. In den meisten Anlagen ist man ja sowieso nicht drin. Also man ist ja immer nur in einer Anlage gleichzeitig. Und da braucht man also erstmal gar kein Licht in den meisten Anlagen. Es ist einfach nur, wenn man da mal vorbeikommt und es ist gerade Nacht, dass man halt was sehen kann. Oder wenn Lumen halt aktiv ist im neuen Update, dass man dann da die Möglichkeit hat, was zu sehen. Aber prinzipiell braucht man Licht eigentlich nicht. Ich muss hier noch den Nachtmodus einstellen, genau. So, damit das Licht nur nachts an ist. Jetzt werdet ihr sehr, jetzt ist es ja wieder aus. Ja, weil der Nachtmodus jetzt an ist, deswegen ist es tagsüber aus. Auch eine Möglichkeit, um Energie zu sparen, weil tagsüber kommt ja das Licht durch die Fenster an der Decke, genau. Wenn jetzt hier der gesamte Strom ausfällt, wenn wir jetzt quasi mal den Stromausfall simulieren, indem wir sagen, wir schalten den Hauptschalter mal ab, dann sehen wir, es übernehmen sofort die Batterien und die halten eine Stunde und können die Fabrik eine Stunde versorgen. Ich glaube, in dem Zustand können sie es sogar ein bisschen länger. Ja, weil jetzt gerade nicht alle Anlagen laufen. Wenn wirklich alles läuft in der Fabrik, ist es, glaube ich, auch dann wieder nur 45 Minuten oder so. Aber das reicht ja in der Regel aus, um mögliche Engpässe schnell zu beseitigen auch. Und genau, dann übernimmt das halt hier. Was wir hier auch noch haben, das habe ich hier mal als Schild aufgestellt, damit ich mir das auch merke, weil in der Regel vergesse ich ja dann meine Verkabelung wieder, wenn ich irgendwann mal was anderes gemacht habe, mich um andere Sachen gekümmert habe und dann irgendwann komme ich wieder zurück und denke mir so, wie war hier eigentlich nochmal das Stromnetz eingeordnet? Und da habe ich mir hier dieses Schild aufgestellt, die Hauptleitung wird markiert durch einen roten Beam unter der Fabrik. Grüße! Genau, ich habe schon gesagt, das müsste man eigentlich, weil das so eine rote Schrift ist, müsste man das so lesen wie so ein Kylo Ren. Und quasi so, die Hauptleitung wird markiert durch einen roten Beam unter der Fabrik. Grüße! Genau, wenn er den Helm aufhat, ne? Wenn er den Helm nicht aufhat, dann müsste es so weinerlich klingen. Die Hauptleitung wird markiert durch einen roten Beam unter der Fabrik. Genau, das ist das und der rote Beam, der beginnt da hinten tatsächlich. Also so kann ich es mir halt merken, so weiß ich halt, was ich machen muss und was ich tun muss, wenn mal irgendwie was ist. Hier ist dieser rote Beam und hier ist die Hauptleitung. Man könnte den Beam jetzt auch noch ein bisschen nach hinten ziehen tatsächlich, dass man das noch ein bisschen, dass das zu den Hauptschaltern halt gehen geht. Aber ich sag's mal so, wenn ich auf einen roten Beam in der Fabrik treffe und hier ist sonst kein roter Beam, dann weiß ich schon mal, dass hier die Hauptline in der Fabrik ist. Und alles andere, was hier abzweigt, das sind einfach dann die Verteiler. Also das sind dann die Knöpfe, die Pinüpel, von denen aus die Anlagen dann direkt angeschlossen sind. Aber das hier dient einfach nur der Weiterführung des Hauptstromkabels sozusagen. Und wir müssen dann halt quasi einfach immer nur darauf achten, dass wir niemals, unter keinen Umständen, diese Pinüpel hier für etwas anderes nutzen, als eine Verbindung zu den Anlagen oder beziehungsweise eine Anbindung an den davor vorhandenen Nupsi. Genau, das ist so die Logik. Während die Hauptleitung, die am Beam ist, dazu dient, dass man das einfach noch weiter ausdehnt, das Netz, und von da aus dann wieder Abzweigungen vornimmt, die dann entsprechend für die Verbindungen da sind. Und so ist es, glaube ich, relativ übersichtlich innerhalb von der Fabrik, weil man dann immer ungefähr weiß, okay, der Hauptstrang ist das hier und man, weil es fällt einem dann auch leichter zu überprüfen, ob irgendwo eine Querverbindung existiert, die nicht sein soll. Weil man ja sagt, okay, das will man ja gar nicht, dass da eine Querverbindung ist. Also man will ja nicht, dass das jetzt wieder zum Beispiel hier an das Nachbarstromnetz angeschlossen wird, was dann hier wieder die Anlagen versorgt, ja. Hier habe ich mir übrigens noch keinen Beam gebaut, weil ich mir denke, hier ist eh so wenig angeschlossen. Hier hinten ist nämlich die Hauptline. Ja, hier wäre eigentlich die Hauptanschlusslinie momentan. Von der aus zweigen die ganzen Anschlüsse hier ab. Beziehungsweise hier drüben ist auch nochmal eine, genau. Und das ist halt da nicht so notwendig. Hier hinten habe ich jetzt auch noch keinen roten Beam, der geht bis dahin. Hier wird es noch ein bisschen diffus, weil das noch die alte Logik ist so ein bisschen. Wobei, da habe ich es auch schon so ein bisschen gemacht, so ähnlich. Nur sind da die Anschlussnupsi teilweise nicht abgezweigt von der Hauptline. Die sind da teilweise an der Hauptline direkt dran, ne? Ist halt so eine Sache. Auf jeden Fall, man muss das dann halt auch durchziehen, so wie man es gemacht hat. Das ist halt dann ganz wichtig, ja, dass man da nicht irgendwie zwischendrin dann wieder aufhört mit der Logik, dass man sie halt durchzieht.
Aber ich glaube, jetzt kann ich mich auf jeden Fall, was den Strom angeht, schon mal wesentlich besser orientieren als vorher, ja. Und ich musste natürlich, um das zu machen, die ganzen alten Anschlüsse, Leitungen, Masten, die da teilweise noch rumstanden, die musste ich alle rausreißen, rausrupfen. Man musste alles komplett neu anschließen. Das war ein ganz schöner Akt. Hier sehe ich zum Beispiel, ist auch noch ein Mast, der gar nicht hier hingehört, glaube ich. Da muss ich mal gucken, wie ist das eigentlich hier zu verstehen. Der schließt diese Anlage hier an. Ah, nee, okay, nee, das ist hier der Mast, der steht einfach hier nur rum. Ich glaube, der hat gar keine Verbindung, oder? Der hat gar keinen Nutzen. Habe ich vergessen zu löschen. Ja, guck mal, die haben keinen Nutzen. Okay, dann machen wir die doch gleich mal weg, ne? Wenn wir das sehen, dann machen wir das gleich mal weg. Das sind noch die Überlebenden, die letzten zwei. Boah, die sind auch schon voll alt gewesen eigentlich, diese Masten, wenn ich mal so drüber nachdenke, ne? Wie lange die da schon stehen und ihren Dienst tun, standen. Wie lange sie da standen und ihren Dienst getan haben. Jetzt werden sie einfach entfernt. Unglaublich. Ungefähr das gleiche, was mit uns passiert, wenn die KI die Macht übernimmt. Egal. Wir haben das jetzt hier auf jeden Fall verkabelt. Natürlich ist es nicht die einzige Anlage, die wir auf diese Art und Weise hinrichten müssen, herrichten müssen. Wir müssen auch noch andere Anlagen herrichten auf diese Art und Weise. Und ich habe auch das jetzt schon bei anderen Anlagen gemacht. Und zwar habe ich das jetzt auch schon so gemacht bei anderen Anlagen, dass ich das Licht auch schon wieder separat mache. Hier unten. Weil das Licht, wie gesagt, das soll die niedrigste Prio haben. Oh, hier fehlt der Nachtmodus. Moment, da muss ich mal gerade gucken. Okay, hier oben ist der Nachtmodus an. Warte mal. Ja, genau. Hier unten ist jetzt aus. Also oben ist aus und unten ist auch aus. Okay. Ja, hier. Die haben den Nachtmodus hier noch nicht übernommen. Genau. Jetzt ist der Nachtmodus hier auch aktiv. Also, wie gesagt, wir haben hier unten den Hauptschalter für die Fabrik. Ich glaube, das hatten wir hier sogar gemeinsam gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Alte Megafabrik, genau. Muss auch immer einen Namen haben. Nochmal zur Erklärung. Das sind jetzt natürlich noch nicht die richtigen Schalter. Das sind noch keine Prio-Schalter, ne? Aber ich habe das jetzt schon mal so aufgebaut, wie ich es haben will. Mit diesen alten Schaltern. Und wenn dann das Update kommt, müssen wir die dann halt ersetzen durch die neuen. Das ist halt ganz wichtig, dass wir das machen. So. Müssen wir uns halt dann merken, wenn das da... Geht ja erst dann, wenn das Update raus ist. Und vorher kann ich das ja nicht machen, ne? Es gibt die halt noch nicht im Spiel. Aber ich habe es schon mal so vorangeschlossen. Damit ich das besser abstrahieren kann. Genau, und hier hinten haben wir das Licht. Passt da nicht ganz rein, der Name. Alte Megafabrik Licht, genau. Und das wäre dann auch ein Prio-Schalter, wenn das Update dann raus ist. Und entsprechend, das Licht wäre dann Kategorie 8. Also es gibt ja diese 8 Tabellen, wo man das einziehen kann, dann die Schalter einordnen kann. Von Undefined in die Tabelle. Und das Licht wäre jetzt zum Beispiel immer eine 8. Also Licht wäre immer das, was als erstes ausgeschaltet wird, damit man global halt Strom konservieren kann, wenn es mal irgendwie nicht reichen sollte, ja. Da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf, weil wir hatten hier auf der Karte auch schon mehrfach Situationen, wo es durchaus auch mal dazu kam, dass zum Beispiel der Atommüll voll lief und dann haben irgendwann die Atommülldinger zurückgestaut und dann sind manchmal so nacheinander die AKWs ausgefallen. Und das hat dann natürlich zu einer großen Versorgungslücke geführt, die dann erstmal von Akkus gefüllt werden musste, bis dann der Atommüll wieder verbraucht wurde. Und das kann man natürlich mit solchen Prio-Schaltungen dann entsprechend länger in die Länge ziehen sozusagen. Also dann kann, wenn da wirklich der Stromausfall kommt oder der Strom nicht ausreicht, dann werden zuerst die Lichter ausgemacht. Und das ist auch gut, weil dann wissen wir nämlich, wenn wir in der Fabrik sind und das Licht geht aus, dann wissen wir nämlich, irgendwas stimmt mit dem Stromnetz nicht. Weil wir plötzlich nachts kein Licht mehr anhaben. Dann wundern wir uns, denken wir so, hä, was ist denn hier los, wieso habe ich kein Licht mehr? Und dann weiß man sofort, okay, da ist irgendwas im Busch, ja. Da muss man mal kontrollieren, weil meistens ist es auch so, wenn die Akkus laufen, du siehst es ja dann nur, wenn die Akkus laufen. Und meistens bist du ja nicht in der Nähe von einem Akku und siehst es ja gar nicht, dass der Stromausfall gerade schon kickt. Weil deine Anlagen laufen ja normal weiter, daran erkennst du es ja nicht. Das heißt, wenn du jetzt nicht gerade an den Mast zufällig gehst und guckst, weißt du ja gar nicht, dass du einen Stromausfall hast, theoretisch, oder zu wenig Strom produzierst. Und du hörst es dann erst an dem Geräusch, wenn dann deine Akkus leer sind, hörst du es dann natürlich spätestens, ja. Aber das ist natürlich dann schon zu spät. Dann ist es ja, dann ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Aber wenn du die Lichter siehst, dass die aus sind, dann weißt du sofort, okay, hier ist was am Kochen. Man kann sogar, ich glaube über den Schredder, haben einige gesagt, kann man das sogar invertieren irgendwie. Das muss ich mir auch nochmal genauer angucken, ne, wenn man halt einen Schalter hat, dass das ausgeht und dann den Schredder aktiviert irgendwie, dass man dann bestimmte Lichter vielleicht aktiviert kriegt irgendwie, die vorher aus waren und so. Dass man vielleicht sogar Notstromlicht, also Notlichter aktivieren kann, zum Beispiel rote Notlichter oder so. Das wäre auch irgendwie ganz cool. Dass man so noch ein drittes Netz hat, wo dann so rotes Licht angeht einfach. Aber da muss ich mal gucken. Das können wir erst testen, so richtig, wenn
wenn dann das Update auch raus ist, weil das muss man natürlich mal ausprobieren, einfach, ob das überhaupt geht oder nicht. Müssen wir mal schauen. Genau, ansonsten ziemlich geile Sache. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich das noch alles schon gemacht habe mit dem Strom. Ich glaube, auf jeden Fall halt hier drin, wie gesagt, und halt da drin. Und natürlich auch da in der Stahlfabrik, da hatten wir das auch schon separiert. Aber da hatte ich, weiß ich gar nicht, ob ich das Licht da schon separiert habe. Können wir mal kurz gucken. Und ja. Und dann in anderen Anlagen müssen wir das nochmal. Genau, im AKW hat man es schon gemacht. Im AKW hat man es schon gemacht. Da hat man es auch schon separiert. Zumindest das AKW hat man vom Hauptnetz separiert. Genau, mit einem Schalter, mit einem Trennschalter. Und natürlich in der Energy-Dose auch. Ja, hier habe ich das mit dem Licht. Ah, das Licht hängt hier nicht an den separaten Schalter noch dran. Okay, das müssen wir hier noch machen, siehst du? Hier ist nur die alte Stahlfabrik mit dem Hauptschalter versehen, aber das Licht selber nicht. Und das wäre jetzt natürlich dann keine separate Prio, ne? Das würde jetzt am Netz von der Stahlfabrik mit dranhängen. Das heißt, wenn die Stahlfabrik ausgeht, geht in der Stahlfabrik auch das Licht aus. Aber so soll es ja nicht sein. Es soll ja erst das Licht ausgehen und dann die Fabrik. Krass, was man da alles noch zu tun hat, ne? Also das müssen wir halt so Schritt für Schritt durchgehen und überprüfen. Es gibt ja auch Ecken, wo zum Beispiel nur Licht ist. Also die Straßenbeleuchtung zum Beispiel da drüben bei der Brücke. Das ist ja auch eine ziemlich lange, also große Anlage da. Das müsste man dann auch an den Schalter dranhängen nochmal, der dann auch entsprechend ersetzt wird. Was ich auch mal überlegt habe, ne? Was auch sinnvoll wäre. Am wichtigsten ist ja erstmal eine global durchgehende Versorgung mit Rohstoffen. Also auch wenn der Strom ausfällt. Das wurde ja bei Jace im Video auch so demonstriert, wenn jetzt zum Beispiel der Strom ausfällt und Kohlekraftwerke keine Kohle mehr bekommen durch die Minatoren. Das muss man ja verhindern, damit die Kohlekraftwerke weiterlaufen können. Die brauchen ja Wasser und Kohle. Das heißt, Wasserextraktoren, Ressourcen-Node-Extraktoren, das sind ja die Dinge, die eigentlich immer laufen müssen. Und die könnte man natürlich auch an ein separates Schaltersystem hängen. Also quasi, dass man in der Nähe von so einem, von so einer Ansammlung von Ressourcen-Nodes oder in der Nähe von Wasserextraktoren einfach Schalter aufstellt, die man dann entsprechend durchnummeriert. Dass man sagt, Wasser 1, Wasser 2 oder vielleicht mit Location, keine Ahnung. Das wird dann natürlich immer ein sehr langer Name, ne? Aber dass man das halt einfach durchnummeriert. Eisen 1, Eisen 2, Eisen 3. Und dass man diese ganzen Nodes auf die allererste Prio packt, auf Prio 1. Sodass die immer laufen. Sodass immer Rohstoffe gefördert werden. Oder Öl. Das ist genauso. Dass man die Ölförderung immer priorisiert. Das andere, was man machen kann, ist, dass man auf die 1 die Rohstoffförderung macht. Ich spiele das gerade so ein bisschen gedanklich durch, ja. Dass man auf die 1 die Rohstoffförderung macht und auf die 2 die Züge. Weil oft ist es zum Beispiel so, dass mein Öl zum Beispiel, was ja transportiert werden muss zu Kraftwerken zum Beispiel bei der Energy-Dose, die braucht ja, die hat ja Zugverbindungen, wo die Produkte abtransportiert werden von Raffinerien und so, beziehungsweise wird er dann dahin transportiert. Und da kriegt man ja sonst gar keine Energie mehr, wenn das Öl nicht irgendwie zur Raffinerie kommt. Dass man zum Beispiel sagt, Züge sind Prio 2. Dass das Zugnetz immer Strom bekommt. Das setzt natürlich voraus, dass man zwischen den Anschluss oder die Anschlüsse, die an den Bahnhöfen hängen, da müsste man halt immer auch einen Schalter dazwischen schalten noch. Damit man den Zug, also das ganze Streckennetz halt stromlos schalten kann. Und die Frage ist, wie reagieren die Batterien auf die Prio? Naja, die reagieren so, wenn du jetzt die hinter dem Schalter für die Gigafactory hast, dann werden die natürlich erst dann angehen, wenn der Schalter für die Gigafactory ausgeschaltet wird, weil der ja die entsprechende Prio hat. Und man kann ja, wie gesagt, auch alles über diese Schalter remote einschalten und zuschalten. Also das sind jetzt nochmal so ein paar Ideen gewesen, was man alles machen kann. Das Problem ist, je größer eine Welt ist, je weiter zum Beispiel ein Zugstreckennetz ausgebaut ist in solche Geschichten, desto schwieriger ist natürlich das Umsetzen einer solchen Strategie. Also je weiter eine Welt ausgebaut ist, das ist natürlich so ein bisschen auch Wasser auf die Mühlen der Leute, die sagen, ja, starte doch mal neu. Ja, natürlich, würde man jetzt neu starten, könnte man natürlich so etwas direkt gleich beim Neubau berücksichtigen. Es ist natürlich für mich, sehe ich das als eine Herausforderung an, meine existierende Welt auf dieses System umzustellen, ja. Es ist im Grunde wie das Internet, als das Internet neu war. Da haben die Leute ja auch nicht gesagt, ach, jetzt bauen wir mal unsere Städte neu auf, weil wir ja jetzt Internet verlegen müssen oder so. Nee, man hat gesagt, man nutzt die vorhandene Infrastruktur und versucht halt so punktuell Änderungen vorzunehmen, dass das Internet nutzbar wird, so.
Insofern, ja. So gehe ich halt dran, dass ich sage, ich nutze das, was da ist und versuche einfach nur notwendige Änderungen vorzunehmen. Ah, genau, das hier hat man auch separiert. Ich erinnere mich, genau. Das war ja hier vorne die Raffinerie von der Gigafactory. Da hat man hier auch nochmal einen separaten Schalter gemacht. Gigafactory, Raffinerie, genau. Sehr schön. Also das ist auch separat schon. Mit Goat Simulator Musik, genau. So, da würde ich sagen, wir kehren jetzt mal zurück zum Megalager. Da kann ich euch auch nochmal zeigen, was sich da alles drin verändert hat auf Screen. Die Batterien gehen an, wenn der Strom nicht mehr reicht. Dann werden die Schalter Prio abwärts abgeschaltet, bis der Strom wieder ausreicht. Ja, genau. Es kommt drauf an, wie gesagt. Es kommt drauf an, in welchem Netz deine Batterien hängen, ne? Also wenn die natürlich hinter der Prio sind, wenn die hinter der Prio-Schaltung sind und der Strom reicht nicht aus, damit alle Prios mit Strom versorgt werden, dann schalten die Prios sich ab. Und alle, wenn dann hinter dem Prio-Schalter deine Batterien hängen, dann versorgen die nur diesen Teil, der keinen Strom hat, mit Energie, ne? So muss man sich das vorstellen. Und wenn das undefined ist, wenn die im undefined sind, dann fangen sie, glaube ich, sofort sogar an. Also, oder müssten eigentlich sofort anfangen, deine Anlagen mit Strom zu versorgen. Normalerweise. Also so müsste das eigentlich ablaufen. Aber wie gesagt, muss man halt alles auch mal ausprobieren, wenn es dann soweit ist. So, genau. Ich habe hier jetzt mal im Lager erstmal natürlich hier die Etage oben drauf gesetzt. Das sieht irgendwie lustig aus mit dem Loch in der Mitte. Einige haben schon gesagt, ich soll dieses Loch in der Mitte doch bitte behalten, weil das irgendwie cool aussieht. Aber das Problem war eigentlich, oder die Sache war die, dass wir hier oben eigentlich die Schredder aufbauen wollten noch für die Überschüsse. Das heißt, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das dann hinkriegen mit den Überschusslösungen. Aber auf jeden Fall ist jetzt hier auch nochmal eine weitere Etage oben drauf. Wie gesagt, und auch nochmal hier so eine riesige Halle. Ich weiß, einige werden sagen, das ist doch voll Platzverschwendung und so. Ja, es ist halt ein imposantes Gebäude. Es soll halt cool aussehen, ne? Und die Sicht, die man von hier oben hat, ist natürlich schon ziemlich beeindruckend. Ja, man kann eigentlich von hier oben alles sehen. Da wird gerade geschrieben, ist zum Auffangen von Regenwasser. Ja, genau, das ganze Ding ist zum Auffangen von Regenwasser. Nee, also ich finde das eigentlich ganz cool, auch so von so einem Aussichtspunkt, genau. Man kann im Grunde eigentlich wirklich alles sehen von hier oben. Selbst den Schornstein von Tschernobyl kann man sehen von hier. Man kann das Burj Khalifa sehen am Horizont, die Blade Runner Pyramide, die Tube da hinten kann man sehen. Selbst das Weihnachtsdorf kann man sehen, das schimmert da so ein bisschen durch da hinten. Man kann alles sehen von hier, das ist voll cool eigentlich. Und das ist eigentlich eine schöne Location. Wir sind sogar schon, wenn wir noch weiter hochbauen, sind wir bald auf der Höhe von dem Satelliten, von dem Weltraumlift, von diesem Transport-Hub da. Nice. Also ich finde das schon cool von hier oben. Das muss man wirklich mal sagen. Hier drüben ist die Brücke, kann man auch sehen. Da hinten ist die Strandanlage, die wir nie fertig gebaut haben. Das war hier diese Shield-Zentrale da aus Marvel. Genau. Also schon krass eigentlich. Ja, und da ist natürlich hier auch einiges an Platz. Tscherno ist im Norden, genau. Das ist hinter dem Roten Wald bei diesen Kratern da, diese grünen Krater in dem, zwischen dem Northern Forest und dem Roten Wald irgendwie auf der linken Seite. Genau. Ja, sieht echt geil aus. Ja, ich würde auch sagen, dass es ganz cool aussieht. Vor allem hier drin. Es hat so ein bisschen was auch so von so einem Jedi-Tempel irgendwie. Überhaupt so ein bisschen so eine Tempelstimmung irgendwie. Ein bisschen so eine sakrale Stimmung irgendwie. Nicht schlecht. Genau. Ja, also ich freue mich, dass wir das hingekriegt haben. So, was wir jetzt eigentlich noch machen müssten hier, ist, also erstmal das Stromnetz nochmal neu verlegen. Das haben wir hier noch nicht gemacht. Was wir auch noch machen müssen, ist natürlich mehr Anlagen anschließen. So, und da fällt mir direkt eine ein, die ich direkt hier anschließen will, die wir im alten Lager tatsächlich noch gar nicht angeschlossen haben. Und zwar, oh, hier fehlt ein Lift. Warum fehlt der hier? Da habe ich wohl aus Versehen gelöscht, wa? Das geht ja mal gar nicht. Das müssen wir hier anschließen. Genau. Nee, was wir auf jeden Fall mal anschließen müssen, was wir im alten Lager nicht angeschlossen haben, einfach warum, weil einfach das nicht ging. Warum ist denn hier eigentlich eine Wand? Müsste hier nicht eigentlich der... Achso, nee, hier ist der... Genau, ich habe das ja alles nach oben gelegt. Haha! Die Kupferplatten, Kupferbleche, die haben wir nämlich in der alten Anlage nicht eingelagert. Und da hatte ich sogar schon mal ein Band gezogen, wo wir das dann entsprechend abzwacken. Hier hinten ist ja die neue Raffinerie, die Kupferbleche produziert. Und da ist, glaube ich, auch einiges schon vollgelaufen. Die hinteren Anlagen laufen gar nicht, die sind vollgelaufen.
Genau. Und da können wir das hier nämlich dann mal abzwacken hier, beziehungsweise ist schon abgezwackt. Und können das mal zum Lager transferieren. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo da der beste Weg ist. Das ist nämlich immer nicht so einfach. Am besten wäre es eigentlich, wenn wir es vielleicht hier unten an diesem Felsen vorbeilegen würden. Mal gucken. Das hier sind ja Foundations, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ne, dahinter ist ja, dahinter ist ja nichts. Was ist denn hier drunter eigentlich? Da ist auch kein Platz. Okay, das ist immer so ein bisschen das Schwierige hier an der Sache. Man muss natürlich die Förderbänder auch irgendwie dahin kriegen, wo man sie haben will. Und ja, hier das endet, glaube ich, hier, ne? Das endet hier. Das sollte ursprünglich mal in das alte Hauptlager rein, aber das haben wir nie gemacht tatsächlich. Dann würde ich sagen, wir machen das jetzt hier mal und legen das einfach mal rüber. Und dann können wir nämlich auch gleich diese unendliche Lift-Technik nutzen, die ich euch da in der einen Folge auch mal gezeigt habe. Die auch ganz cool ist eigentlich, um sowas umzusetzen. Dass man das da so rein tingeltangelt nach oben halt. So, im Grunde können wir eigentlich hier so ist ja eigentlich das Lager. Ne? Wir können ja eigentlich hier unten lang. Ja, genau. Ah, ist kein Strom. Okay. Muss ich ein bisschen aufpassen. Das hier kann weg. Das ist eine alte Rampe, genau. Hier ist ja eigentlich auch schon eine Line. Warte mal, war das hier ein Überschuss eigentlich? War das ein intelligenter? Nee, das war ein normaler. Hm. Eigentlich könnte man jetzt auch sagen, man nimmt die Line, die hier schon nach hinten geht und zwackt das da einfach ab. Warte mal. Das ist, glaube ich, ein bisschen leichter, als jetzt hier noch eine zu ziehen. Die war ja hier für die Versorgung der Platinenproduktion gedacht, diese Leitung hier. Dann wäre es vielleicht schlauer, wenn man die Versorgung der Platinenproduktion wieder aus dem Hauptlager durchführt, weil so viel wird hier, glaube ich, dafür gar nicht verbraucht. Das war eine ziemlich geringe Dosis, die man hier braucht für die Platinen. Und das müsste da hinten irgendwo sogar das Hauptlager kreuzen. Hier, glaube ich, ist das. Ja, hier ist die Zuleitung, genau. Perfekt. Dann lass das doch gleich mal hier machen. Ist hier alles schon irgendwie angeschlossen? Guck mal, das hier ist zum Beispiel gar nicht angeschlossen. Das geht aber raus aus dem Lager hier an der Stelle. Okay. Wo geht's denn nochmal rein ins Lager? Hier geht's rein ins Lager. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob die hier schon eine Verbindung zu irgendwas Konkretem haben. Und dann suchen wir uns einfach einen aus, der noch keinen Anschluss unter dieser Nummer hat. Ah, wie hier kein Strom ist. Warte mal, ich muss mal hier hochklettern. Muss mir mal hier mal schnell mal eine Leitung hinlegen, dass ich mal hier rumfliegen kann. Sonst kann ich hier ja nichts machen. Ah, warte, da muss hier doch irgendwo muss hier ein Nupsi sein, da. Ja, der ist wieder voll, warte. Ist der ist auch voll. Der ist auch voll. Der ist auch, okay, warte, ich muss das mal jetzt hier, ne? Sonst kann ich hier nichts tun. Sonst komme ich hier, fall hier immer runter. Das geht nicht. Also. Ah ja, hier sind die Highspeed-Anschlüsse, ich sehe schon. Ist jetzt erstmal nur grob verkabelt, wie gesagt. Jetzt muss ich alles nochmal neu machen mit der Verkabelung. Das ist noch nicht final. Aber ich brauche jetzt erstmal hier Kletterstrom, sonst kann ich hier nichts machen. Ja, ist egal. Wenn er da drin hängt, ist egal. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier jetzt noch nicht angeschlossen? Bei welcher Verbindung kommt denn nichts rein? Das hier sieht schon mal gut aus. Ist hier irgendwas drin schon? Ah, da sind die Funksteuerungs. Okay, den lassen wir die erstmal noch, genau. Hier haben wir die Supercomputer, hier haben wir die Highspeed-Anschlüsse. Was war hier drin? Da sind die Quarzoszillatoren. Was haben wir hier drin? KI-Begrenzer. Was haben wir hier drin? Nichts. Okay, ist da oben was definiert? Hä? Ja, da ist nichts, genau. Da ist aber auch kein Anschluss. Oh, warte mal, hier müssen wir mal das wegmachen. Mal das. Immer schön die Kisten entfernen, genau. So, hier, genau. Hier können wir doch einen Ausgang hinbauen. Machen wir das doch gleich mal. Vielleicht auch direkt hier so vorne ran. Und dann so. Erstmal so, genau. So, und jetzt ist ja der Trick. Wir wollen ja mit einem möglichst durchgehenden Förderbandlift das Ganze nach unten ziehen. So, das heißt, wir machen jetzt mal, oder wir gehen jetzt mal hier runter zum Boden. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir möglichst mittig, was heißt möglichst mittig, möglichst über dem Lift. Oder unter dem Lift und der Liftöffnung, dass wir da jetzt diese Öffnung machen. So, und jetzt gehen wir nach oben, tingeltangeln uns hier dran und dann visieren wir einfach unten das Loch an, genau. So, und das geht jetzt in den Boden rein. Ich muss mal gucken, kann man da unten noch was drunter durchlegen oder ist da schon der Boden? Ne, da ist schon der Boden. Okay, warte, da müssen wir ein kleines bisschen höher gehen damit. Dann brauchen wir da eine Wand, genau. Ja gut, können wir eigentlich auch auf die Höhe machen.
So, und dann machen wir das gleiche nochmal. Muss halt auf der richtigen Höhe sein, genau. So, und ihr habt schon gesehen, ne, da gibt es keine Begrenzung. Das kann man prinzipiell, wie gesagt, unendlich nach oben oder unten ziehen. Das heißt, genau, einfach nur das Loch anvisieren und dann geht das. Das Loch anvisieren und einfach reinstecken. Das ist das ganze Geheimnis. Spielbär LP 2023, kann ich da noch sagen. Und das ist sehr einfach eigentlich, tatsächlich. Es ist gar nicht so kompliziert, wie alle immer sagen. Es ist eine sehr einfache Handlung. Muss es natürlich auch auf die richtige Höhe nehmen. So, wo ist denn jetzt meine Leine, die ich gezogen habe? Die war hier auf der Seite, ne? Die war. Wo sind die Bleche? Da sind die Bleche. Da sind die Bleche, hervorragend. So, jetzt ist hier unten immer noch ein ganz schönes Durcheinander. Das gebe ich ja gerne zu, ja. Ich bin ja der Erste, der es zugibt und der Letzte, der was dagegen tut. Deswegen mache ich jetzt einfach mal hier eine Querleitung, weil es jetzt gerade erstmal schnell gehen soll. Das muss hier alles auch nochmal entwirrt werden, tatsächlich. Die ganzen Anschlüsse. Viele von den Anschlüssen stimmen auch gar nicht mehr, davon mal abgesehen. So, jetzt muss ich mal gucken, welche Seite wir hier eigentlich nutzen gerade. Wo hat er denn das? Hier war die Seite, genau. Ja, warte, dann nehme ich den nochmal ein bisschen nach hinten, glaube ich. Der ist jetzt ein bisschen zu weit vorne. Ja, der ist zu weit vorne, den nehmen wir nochmal. Nehmen Sie ihn nach hinten, nehmen wir mal hier hin. Dann haben wir auch gleich ein bisschen mehr Übersicht. So, und dann rein da. Da ist er, genau, guck mal. Ja, sieht noch ein bisschen komisch aus, ne? Wir können ihn eigentlich ein bisschen runternehmen noch. Wenn ich das jetzt so sehe, können wir den auch eigentlich hier hin machen. Tingeltangel das da rein. Genau, Fitch macht's. Und dann zieht es mal dahin. Dahin. So, jetzt kommen die Platten da rein. Hervorragend. Und das funktioniert auch nochmal, ja? Also das ist jetzt kein Quatsch, den ich mir ausgedacht habe. Das funktioniert tatsächlich. Das wird alles komplett nach oben transportiert. Ist schon ein bisschen krass. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie ungewollt oder so. Genau, so, dann geht das jetzt hier rein. Genau. Und wir sehen, okay, das muss noch hier richtig verkabelt, also richtig angeschlossen werden, damit es auch ganz nach oben geht. Aber wir können hier schon mal jetzt das Symbol auch eintragen. Da muss ich jetzt ja einfach nur Teile und Kupferblech auswählen. So, und dann habe ich das schon. Mehr muss ich da gar nicht verändern. Und damit habe ich ein weiteres Gerät angeschlossen sozusagen. So, und hier machen wir jetzt denselben Trick einfach. Dass wir mal hier kurz mal den Boden wegmachen, dass wir das auch bis ganz nach unten sehen können. So, und dann hatte ich hier immer das so gemacht, dass ich hier eine Wand hingestellt habe. Hab mir das hier geschnappt. Ja, okay, nicht die Doppeldings, das wollen wir nicht. Wir wollen eine 1 Meter Foundation haben. Die 2 Meter ist sonst ein bisschen zu dick, genau. So, dann machen wir das so. Stecken das Loch. Oder beziehungsweise nehmen das Loch. Nehmen es nach unten. Packen das erstmal hier hin. Oder nee, warte ganz kurz. Muss mal ganz kurz überlegen. Wir hatten das anders gemacht. Genau, ich muss erstmal einen Förderbandlift überhaupt erstmal nach oben ziehen, damit ich erstmal diese Kreis, diese Umleitung habe quasi nach hinten. Ja, so hätte ich es gern, genau. Dann nach oben, komplett nach oben erstmal. Also wir brauchen erstmal diese Umleitung oben hier, diese Rückleitung. Wenn ihr versteht, und zwar diese hier brauchen wir. So, genau, die dann auch so reingeht. So, dann können wir das löschen. Ich glaube, die kann ich sonst nicht so einfach bauen. Da muss ich dann irgendwie unter die Decke oder irgendwie. Dann wird es nicht gerade und sieht dann wieder doof aus. Genau. So, und jetzt müssen wir das so machen, dass das genau über der Stelle hängt, wo dann der Lift ist. Genau. Mal gucken, ob ich das hingekriegt habe jetzt. Müsste aber eigentlich so. Und dann unten rein. Yes, guck mal, siehst du? Na, obwohl, nee, ich habe es ein bisschen zu weit nach hinten. Okay, ein bisschen nach vorne noch. Dahin. Also, aber ihr habt auch gesehen, es würde theoretisch auch an der falschen Stelle gehen. Wenn es ein bisschen versetzt ist. Das würde nicht mal was ausmachen. Würde nicht mal verweigern. Also er würde es selbst mit einer kleinen Differenz würde das sogar machen. So, perfekt. Dann weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Und dann das Ding dahin. Und dann das Ding dahin. So, und damit haben wir die Verteilung mit einer unendlichen Liftlösung quasi gelöst. Jetzt fehlen noch die Verteiler untereinander, unter den Containern, oder? Hinten zumindest fehlen die, genau. Hinten fehlen die. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, hier müssen sie noch hin, genau. So. Und damit haben wir wieder in unserem neuen Hauptlager eine weitere Komponente erfolgreich eingelagert. Das ist doch geil. Eine, die wir vorher sogar noch nicht mal drin hatten.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Einen müssen wir noch, ne? Einen müssen wir noch, genau. Der hier, nee, warte, der hier muss noch. Genau. Und dann ist es jetzt auch auf der richtigen Höhe. Jetzt kann man es hier abgreifen, tatsächlich. Jetzt staut es sich hier auf und hier kann man es abgreifen. Wun der Elbar. Genau, weil von den Kupferblechen braucht man, wenn man Rohre baut, durchaus mal ein paar. Sieht auch cool aus, ne? Wie das dann so permanent da die Sachen nach oben transportiert irgendwie. Wie das alles so geschäftig ist dann irgendwie auch. Nice, nice. Der innere Monk wird jetzt natürlich wieder sagen, der Lift hier ist weiter hinten als der Lift. Ja, das ist natürlich richtig, ja. Aber was soll mich der innere Monk denn interessieren? Ja, der muss auch mal ein bisschen zurückstehen jetzt hier. Genau, hier bräuchte man eigentlich auch so eine Liftlösung. Also ihr seht, da kann man noch ganz viel an ganz vielen Stellen machen. Vielleicht mal kurz zum Licht. Genau, das habe ich so gemacht, dass das hier einfach nur so ein Fülllicht ist im Lager, aber gar nicht so ein helles, blendendes Licht. Dass das hier unten einfach so ein bisschen diffus beleuchtet. Weil was ja hier eigentlich hervorstechen soll, sind ja eigentlich die Items, die Symbole und nicht der ganze Raum. Der Raum selber, wenn es jetzt Nacht ist draußen, soll ja gar nicht irgendwie krass beleuchtet sein oder so. Das, was wir brauchen, sind ja die Symbole von den Items, damit man sofort sehen kann, wenn man irgendwas braucht, wo man hingehen muss. Ja. Deswegen hier nur so ein Fülllicht, was von relativ weit oben kommt und eher oben den Teil beleuchtet. Und unten ist es dann eher, wie gesagt, so ein bisschen so ein diffuses Licht. Fast schon mehr so ein indirektes Licht eigentlich. Das bin ich auch mal gespannt, was dann bei Lumen, wenn Lumen reinkommt in Update 8, was von diesem Fülllicht dann auch übrig bleibt. Ob es dann reflektiert wird noch ein bisschen und vielleicht dann noch ein bisschen auf die Container geworfen wird oder ob das dann gar keine Rolle spielt, müssen wir mal gucken, ja. Bin ich mal gespannt. Lumen wird sowieso auch die Lichtgeschichten nochmal komplett ändern, weil ja dann auch die Symbole selber auch noch ein Licht imitieren. Also das heißt, es sind ja dann auch Lichtquellen. Dann wird es eh nochmal spannend zu sehen, ob das hier überhaupt dann noch performant läuft, wenn so viele verschiedene Lichtquellen mit verschiedenen Emittierungsarten, mit diesen Logos und so, ob das überhaupt dann noch flüssig läuft oder nicht. Bin ich mal sehr gespannt. Auf zum Item, genau. Auf zum Atem, auf zum Item. Ja, und wir sehen, wir haben immer noch ganz viele Möglichkeiten, hier was einzulagern. Wir könnten hier zum Beispiel auch gleich direkt mit den Rahmen weitermachen oder mit den Dingern hier. Also, gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich überlege gerade, was hier noch in der Nähe ist, was man noch nehmen könnte. Warte mal, wir können ja mal nochmal ganz nach oben fliegen. Das sehen wir ja von oben alles. Und dann mal gucken, was wir da noch reinfrickeln können, was noch schnell geht. Schön jetzt mal, wie man auch hier die Skybox so hinter den Gläsern sehen kann. Das ist schon ein bisschen geil, muss ich mal sagen. Geh mal ganz hoch. Achso, hier drüben war die Leitung, genau. So, dann flieg mal, flieg mal, flieg mal. Ja, da sind immer noch Löcher drin natürlich, die habe ich jetzt noch nicht gestopft. Sollte erstmal hauptsächlich fertig sein. Erstmal, und hier, die haben auch noch keinen Strom, genau. Also, wir haben hier in der Nähe, wie gesagt, die Stahlfabrik. Sämtliche Stahlprodukte, die da überschüssig eingelagert werden oder nicht eingelagert werden, könnten wir alle hier reinleiten. Eine Zementfabrik haben wir hier direkt vorm Haus, das ist aber nur eine kleine. Dann haben wir, ja, Turbodraht wird da ja auch direkt hier produziert, da drüben. Dann haben wir da drüben noch die, auch nochmal Turbodraht, Platinen hatten wir ja hier auch. Wobei da die Frage ist, ob wir die überhaupt einlagern wollen, weil eigentlich sind die nur wirklich sinnvoll zum Verbrauch. Genauso auch die Kühlkörper. Das sind alles Sachen, die man eigentlich zum Bauen nicht so wirklich braucht. Wobei doch, Platinen braucht man für Signale, für die Züge, genau. Ja. Ansonsten sind andere Anlagen halt ein bisschen weiter weg natürlich. Dann haben wir hier noch die Alu-Rahmen natürlich. Die braucht man ja für Drohnenports. Also die sind auch gar nicht so unwichtig eigentlich. Alu-Platten haben wir da unten direkt. Da, wo der Turm drauf ist. Das ist ja jetzt eine Alu-Plattenfabrik drin. Die könnte man eigentlich direkt mal hier auch noch reinfädeln. Das wäre auch eine Idee. Die haben wir, glaube ich, hier noch gar nicht drin. Die zwei Sachen eigentlich. Alles, was mit Alu zu tun hat. Das ist eine gute Idee. Das werde ich, glaube ich, sogar als nächstes machen. Können wir ja mal gleich mal runtergehen. Das ist easy going. Und ansonsten, ja, halt die Produkte aus der Anlage noch. Da war Draht drin und normale Eisenplatten. Lass mal gucken. Genau, hier ist das Band, was ins Hauptlager geht. So, das ist eh noch so ein Ding. Das Hauptlager soll ja dann nacheinander rückgebaut werden auch. Also zumindest der Inhalt. Das Gebäude selber soll stehen bleiben, weil der Inhalt soll rückgebaut werden. Da müssen wir auch nochmal gucken dann. Alles, was wir dann da drin haben, müssen wir dann da rausnehmen. Wird auch spannend, definitiv. Wie wir das dann hinkriegen. So, hier ist ein Splitter, genau. Guck mal, wir brauchen eigentlich nur... Weiß gar nicht genau. Hier kommt die Befüllung, oder? Nee, warte mal, wo kommt die? Die kommt von hier unten, genau. Wir müssen eigentlich ja nur die Line, die hier rüber geht und die aktuell hier, glaube ich, gar keinen
gar kein Ende hat irgendwie. Also es geht, glaube ich, nirgendwo hin konkret. Die müssen wir hier einfach, genau, die müssen wir hier einfach nur abzwacken und einfach nur, warte. Okay, da ist der Bahnhof. Die müssen wir einfach, die müssen wir einfach, nur einfach, ganz einfach alles, ja. Müssen wir einfach nur darüber leiten, dann haben wir es schon. Und dasselbe mit den Alurahmen, hervorragend. Das ist doch alles easygoing. Und hier müsste doch dann eigentlich auch noch irgendwo was frei sein, hoffe ich. Warte mal. Mach mal hier mal auf irgendwie. Ist hier überhaupt schon? Hier sind ja noch gar keine... Hier sind ja noch gar keine Förderbänder angeschlossen. Krass. Ich glaube, hatte ich nicht auch gesagt, dass ich einen von denen freilassen möchte für eine Treppe oder so? Ich glaube ja. Da müssten wir das vielleicht hier hinten dann eher reinleiten. Hier kommen mal schon Items rein. Was ist denn das eigentlich? Ach, die Batterien. Genau, stimmt. Hier kommt anscheinend nichts. Über die Mitte kommt nichts. Dann könnten wir die Mitte zum Beispiel nehmen. Für den Transport, für die Aluplatten. Und dann einfach direkt wieder mit dem Unendlichkeitslift anschließen. Hervorragend. Nice. Da haben wir doch schon wieder einen Plan. Nice. Bitte mach mal eine Zeichnung der Anlagen. Was? Ich kann das nicht zeichnen. Das baue ich auch gar nicht. Ich habe es ja schon gebaut. Zeichnen muss ich es ja eigentlich nur, wenn ich es noch nicht gebaut habe. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen. Für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie Spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao!